na ihr, wie geht's euch denn, ne? So, wir haben ein bisschen Geldproblem, was ich eigentlich nicht verstehe, weil wir plus 16.000 machen. Aber, naja, gut, ja, unsere ganzen Vögel sind komplett in die Quarantäne rein. Also alle sind ja richtig krank. Ich habe extra einen zweiten gebaut, aber da sind die jetzt auch alle schon drin. Also huiuiui. So, und jetzt die fighten halt immer noch. Afrikanischer Wildhund. Sie hat gar nichts. Eine Warnung. Genau, ich weiß jetzt nicht, ob der Verletzte schon raustransportiert wurde. Ich glaube schon. Alpha-Status Springbock. Das ist halt auch was ich nicht verstehe. Weil, wieso nur 40? Ach so. Das ist zu langweilig jetzt. Genau, mit dem mit den Springböcken, warte ich schau mal kurz. Weil, warte, wo sind denn die? Die schlafen wahrscheinlich hier drinnen, ne? Genau. So. Zoopedia? Will nicht öffnen. Okay, dann versuche ich es nochmal. Ah, jetzt. Gut. Weil, genau, Gruppengröße. 34 Männchen, 34 Weibchen. Ach so, hier. Hä, aber warum? Okay, also brauche ich da jetzt ein territoriales Männchen mit einem Harem aus Weibchen, ja. Aber... Aber da steht doch das. Naja, okay. Dann schaue ich mal die ganzen Pfaue. So, ich habe jetzt Springböcke. Habe ich 1, 2, 3, 4. 4 Dudes. Okay. Also der stirbt ja auch gleich. Eigentlich. Den kann ich freilassen. So, dann bekomme ich auch noch ein bisschen Money dafür und dann ist es gut. So, der kommt nicht hier rein, weil hier voll ist. Ich habe den jetzt auch noch den Bereich gegeben. Genau, jetzt wollen wir mal. Genau, was mich mega nervt ist, dass die genau, hier unten habe ich ja voll cool den Generator und die Wasseraufbereitung gemacht für das Gehege. Und hier unten habe ich dasselbe gemacht. Und zwar hier. Also sie haben es nicht gesehen. Aber die haben... Was machen der da? Randaliert der? Ich habe Durst. Warte, randaliert der? Alter, was für eine... Was, kann ich den... Gruppe hinauswerfen. Ha! Bitch. Oh nein, ist es wieder... Dass das Ticket sehr günstig ist.
wenig Geld. Warte, ja, dann mache ich halt das Ticket teurer. Warte, das mache ich irgendwo anders, aber hier mache ich es auch. Gut, bis 23 Uhr ist ein bisschen heftig für die Tiere, ne? Erwachsener mache ich dann 17 und mache ich 12. So. Quarantäne voll. Ja, der soll ja auch noch da gehen. Oh, die werden sich bald paaren. Ist das das Paaren? Haben sie sich jetzt gepaart? Geht so das? Funktioniert so das Paaren? Ja, also das klingt so ein bisschen. So. Alpha-Start. Genau, da wollte ich jetzt schauen. Beschäftigung. Population. Okay, es ist zu voll. Genau. Stabiler Rückzugsort. Es ist halt einfach zu voll. Gut, dann werde ich die ein bisschen ausdünnen. Warte, bitte Pause. Dann werde ich die ein bisschen ausdünnen. Also, die wollen ja auch, wieso geht das nicht? Wie? Dann, ja. Die wollen ja auch, Alpha-Paar. Also, das ist doch auch in Ordnung. 9 Männchen, 9 Weibchen. Und ich habe zurzeit, ich glaube, gleich viele. Aber trotzdem hatte. Warte, 1, 2, 3. Ich habe zu viele Männchen. Okay, alles klar. Dann schaue ich mal. Also, das da ist ein Weibchen. Das da ist ein Männchen, Alpha-Männchen, das da ist Alpha-Weibchen. Das da ist ein kleiner Hund. Das da ist auch ein kleiner Hund. Das da ist ein Männchen. Der ist eigentlich ganz gut. Umsiedeln könnte ich. Ins Handelszentrum. Ja. Du kommst mal ins Handelszentrum. Aber habe ich sonst niemand mehr. Genau, das ist auch noch ein Männchen. Der ist auch ziemlich gut. Der ist silber. Also, ja, dann. Kommt der auch ins Handelszentrum. Genau. Und dann werde ich die abgeschlossen. Die sind immer noch dabei. Abgeschlossen. Genau, das ich glaube, das ist gerade die Krankheit, die gerade da bei denen wütet. So. Gut, dann, genau, Tierhandel. Verlegen. Handeln. Ja, denn der ist Bronze, den kann ich schon handeln. Ich würde sagen, den kann ich handeln, genau, für
mache ich mal für der Bronze. Mache ich mal für 30. Keine Ahnung, ob das hier jemand kaufen wird. Und den da abgeben. Und die da sollen jetzt endlich mal zu ihr heimgeschickt werden. Hier. Verlegen. Wölfe. Verlegen. Wölfe. Was? Die machen gleich Inzucht? Was? Das geht doch nicht. Wunderbar. Warte, das ist ein Jungtier, dann ins Handelszentrum. Dann kommt sie mal auch weg. Dieser geile Bock da. So. Dann warte ich, ich schau mal, was die kosten. Aber ja, das kann ich ja eh nicht sehen. Die ist Silber. Auch 35. Ja, ich hab keine Ahnung. Handel. Krankheit ist nun lebensbedrohlich. Gehege 4. Wieso wird mir das dann angezeigt und nicht die mit Kombia-Ding. Ist der wieder gesund? Glaub schon, okay. Warte, dann schaue ich mal kurz. Sehr schön, aktive Krankheit. Okay. Wenig Geld. Ich check gerade echt nicht, warum habe ich jetzt so wenig Geld? Ich verstehe es echt nicht. I don't understand. Und die Wölfe hier sind auch noch nicht da. Wieso habe ich jetzt minus 8000? Das ist doch kacke. Ist gestresst. Ja, das ist... Ja. Ich könnte ja hier noch einen Rückzugsort machen, hier vorne. Warte. Springbock. Wieso wird das ja immer da angezeigt? Na egal. Ist das Handelszentrum voll oder was?
Wieso werden die nicht weggeschafft? Wieso werden die nicht weggeschafft? Die kommen doch hierhin, hierhin, dahin. Und dann hierhin. Der Weg ist doch verbunden. Wieso ist der Weg nicht verbunden? Ich glaube, es hackt. Das ist doch ein Schmarrn. So, okay. Aber ja, das hätte ich irgendwie anschauen müssen, als es irgendwie noch dreimal nicht geklappt hat. So. Das Bärengehege scheint beschädigt zu sein. Warte, wo sieht man das nochmal? Hier oder bei... Hä? 670, das ist doch in Ordnung. Ja, okay. So. Aber wieso gehen die nicht weiter? Bei mir brechen gleich alle Dämme. Was ist los bei dir? Musst du auf Klo oder was? Ah, vielleicht musst du ja auf Klo. Dann sage ich es doch. Und vor allem hier ist ja auch ein Klo. Egal, dann bauen wir. Ja, nee, bauen wir nicht, weil hier... Hä, wieso... Wenig Geld? Ach so. Das habe ich nicht mitbekommen. Genau, da wird gerade geschaut. Dann kann ich mal hier beim Gehege viel Müll enthalten. Ja, aber ich kann mir doch nicht noch mehr leisten. Wegen afrikanischer Strauß. Okay, warte. Ich mach mal Pause. Gut, also. Ist stressig. Okay, die wollen... Wieso muss ich hier mal zweimal drauf drücken? Mein Computer ist zu schlecht. Ja, am Arsch ist der zu schlecht. 1 bis 8. 7 und 7. Okay, jetzt muss ich schauen. Vielleicht habe ich irgendein Tier zu viel. Also, ich habe hier ein Weibchen. 1, 2, 3. 3. Ja, okay, ich habe zu viele Männchen. Alles klar, gut. Dann tue ich mal alle Männchen bis auf einen. Verdammt. Das sind beides goldene. Das ist auch ein goldener. Alter, ich habe nur goldene Straußendinger. Sträußerichel. Gut, dann egal. Dann, wie gut bist du? Du bist... Naja, ist das Gold? Der ist Gold. Der ist richtig übel Gold. Der ist auch ganz gut, Gold. Okay, dann, genau, dann ins Handelszentrum. Und du warst nicht so perfekt, oder? Nee, du warst der Perfekte. Du kommst dann auch ins Handelszentrum. Okay. So, sei froh, du. Gut, dann mache ich nochmal. Ja, Alter, das ist ja echt krass. Wieso? Gerade war es doch 16.000 plus. Letztes Jahr plus 23. Und jetzt ein Wieso? Naja.
Dann schaue ich mal nach meinen. Also, die Zoopfleger brauche ich, glaube ich, alle, weil es einfach so voll ist. Tierpfleger brauche ich auch. Die sind auch total ausgelastet. Techniker brauche ich auch, die sind auch ausgelastet. Verkäufer brauche ich anscheinend auch alle, die sind auch komplett ausgelastet. Und Tierarzt brauche ich eigentlich auch alle. Das ist, ha. Habe ich irgendjemand, der noch zu viel bezahlt wird? Nee. Habe ich nicht. Höchste Attraktivität, ja, die Bären. Warte, ich gehe mal ins Tierhandel, weil die beiden können ja jetzt auch verkauft werden. Warte, ich schaue erstmal, was goldene Strauße bringen. Oh. Ich hätte die für ein bisschen mehr verkaufen können. Alter. Und ich habe ja meinen für 30 drin, oder? Wupsi. Aber das bedeutet, dass er gleich weg ist, so ungefähr. Die amerikanischen Bisons kann ich auch mal kaufen. Weil die sind ja relativ günstig. Löwe. Ich hoffe, mit den Wölfen. Wieso kann ich das nicht machen? Blauer Pfau. Yeah. Als ob meine Internetverbindung nicht gehen würde, aber wir haben so ungefähr das Geilste, was es gibt. Das Schnellste. Bitte weiter. Vielleicht kommen wir hier ein bisschen. Nee. Hier ist ein. Okay, der kostet 2,9. Und der kostet 55. Okay. Aber ich kann die auch nicht anklicken. Junge! So, Pedia, was ist los? Blende zu, meine ich. Vielleicht zocken gerade so viele. Und deswegen ist das ein bisschen ausgelastet. Okay, also der ist gar nicht so gut. Beziehungsweise ich habe bessere. Das heißt, ich kann meine durchaus für 200 anbieten. Alles klar. Handel. Weil der da ist schon richtig gut. Größe ist 100. Fruchtbarkeit ist auch super. Hä? Nein. Ich will den. Ich will den doch nur verkaufen. Danke. Für 200. Handel. Gut. Dann du. Du bist richtig gut. Du. Für 4000, ja klar. Für 250 Handel. Die sind halt zwar schon ein bisschen älter, aber von den Genen her ist das schon gut. Springbock ist Silber, den. Oder die erhöhe ich jetzt auch. Warte mal. Springbock war. Ja, der ist Gold 470. Der ist Silber, dann. Ja, wir können. Ja, machen wir 90. Weil sonst, ja,
100 klingt immer so heftig viel. Und also ich verkaufe die gerade für also die ganzen für die Arterhaltungspunkte, weil ich will, dass ja, ich will Schneeleoparden. Das wäre, glaube ich, der krasse Shit jetzt. Darf ich? Danke. Handeln. Für 90. Okay, alles klar. Und du? Abgeben. 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 Ich will dich nicht mehr. Ja, dann warten wir noch ein bisschen, bis ich endlich abgeben kann. Umsiedeln. Ach so. Okay. Das kostet mich ja $20. Ja, egal, wie viel. Ja, das sind $20, meine Güte. Dass er für kein Geld verlangen wird. Cosmic Co-Eyes. Ja, hier drüben sind ja auch nochmal Eisdinger. Springwolke fällt auch nochmal gleich. Warte. Hier nochmal ein Grizzlybär. Wird auch nochmal gleich ein Ding haben. Gast. Ein Protest, also er spricht gar nicht gerade für den Zoo. Wo hast du einen Protest gesehen? Warte, sind jetzt endlich die Wölfe angekommen? Ja, die Wölfe sind angekommen. Dann kann der mal, wie heißt der, Napoleon. Der Napoleon, den ist ja sterbenslangweilig. Das heißt, der Napoleon wird jetzt die Wölfe erforschen. Hier. So, Langeweile gibt's bei mir nicht. Und ich, Schweinepest, Tetanus. Ich erforsche jetzt einfach mal alle Krankheiten. Affe. Okay, Affen haben wir ja nicht. Zum Glück. Gut. Dann den Wölfen. Wie geht's denen denn? Genau, Lebensqualität ist blöd. Gelände ist auch blöd. Sie haben ja viel zu viel Gelände, das ist gut. Was noch blöd ist, ist, dass wir kein Geld haben. Genau, hier Wölfe. Hier auch Wölfe. So, wir haben kein Geld. Was machen wir da? $10, das können wir uns gerade so noch leisten hier. Klein. Machen wir groß? Nee. Wo bin ich? Da. Warte mal, geht's hier durch? Nee, okay, gut. So. Die brauchen jetzt halt auch was zu futtern, ne? Dann schauen wir mal. Art Wolf. Hier beim Wasser brauchen die eigentlich nicht, weil die können ja aus dem Wasser trinken.
Das kostet 300. Tja, jetzt habe ich kein Geld mehr. Ich hoffe, dass er da jetzt auch nochmal was dazu kommt. Weil die Wölfe brauchen ja eine. Warte. Gelände, das kostet, ne? Nee, das kostet nicht. Okay, okay, alles klar. Dann mache ich das Gelände mal fett. So, Erde und Schnee mögen sie auch. Okay, Erde schwer. Ja, leichte Erde. So. Im Bau ist natürlich kein Gras. So. Dann Fels mögen die auch. Warte, ich mach mal das komplette lange Gras weg. Dann habe ich zwar zu viel kurzes Gras, aber dann habe ich kein langes Gras. Langes Gras ist immer noch zu viel. Alles klar. Dann gehe ich mal schnell mit dem Rasenmäher noch drumherum. Hä, wo sehen die denn noch überall langes Gras? Ah, hier im Bach, im Fluss. Ah, und hinter den. Nee. Ja, egal. Gut, Fels mögen die auch ein bisschen. Dann machen wir hier das voller Fels. So, dann schwere Erde kommt hier rein. Dann mögen sie Sand ein bisschen. So. Dann Automalen. Was ist Automalen? Verstehe ich nicht. Egal. Gut, grober Sand, nein. Felsen glatt. Erde leicht. Genau, dann. So, und dann brauche ich natürlich Schnee, aber Schnee gibt's ja nicht. Schnee geht ja gleich wieder weg. Ja, ja. Schnee geht gleich wieder weg. So, naja, okay. Gut, wir müssen schauen, dass hier das wieder. Ich versteh's nicht. Wieso geht das jetzt hier so katastrophal krass schnell runter? Das ist ja richtig, richtig schnell. Pizza und Hotdog. Ist einfach klasse. Ich habe nicht genug Geld für den. Soll ich dann. Warte. Aber da ist doch ein Geldautomat.
Gewinn. Ein. Ein Euro. Ein Dollar. Ist doch in Ordnung, oder? Ist doch in Ordnung. Preise synchronisieren. So. Ich weiß nicht, wo ich... Wir haben Einnahmen 15.000, genaue Abrechnung minus 10 und Gesamtgewinn immer noch minus 9. Alter, schon wieder. Das ist ja... Oh, ja, jetzt geht's bergauf. Wisst ihr, was das bedeutet? Erstmal mit dem Geld. Erstmal mit dem Geld bedeutet das, dass wir die Wölfe ein bisschen wieso hat... Jetzt geht's wieder runter. Ja, das ist auch klasse. Warte. Betriebskosten 10 Dollar. Wo ist hier der... Warte, ich mach mal kurz weg. Weil, wo sehe ich das eigentlich? Kann ich das sehen? Bau? Wahrscheinlich hier Special-Dinger. Genau. Ja. Ah, hier. Genau. Weil die brauche ich ja jetzt momentan nicht. Gut. Oh, süß. So, genau. Jetzt, wir lassen das mal laufen, weil ich brauche hier Kohle. Wolf. Genau hier. Schon wieder krankes Ding. So, hier in der Ecke ist ein Zebra. Dann Sprenkleranlage. Würde ich sagen, ist hier. Futterspender. Bis hier. Und dann genau Klimaanlage. Bis ich meine, die Schneeleoparden, würde ich mal meinen, brauchen auch Klimaanlage. So. Und die mache ich mal jetzt bei 5 Grad. Gelände, Schnee. Ist noch nicht kalt genug, ne? Lang immer noch. Ja, dann, ich mach noch mehr. Nochmal Schnee. Überlegung. Reicht mehr. Hier. So. Da muss ich auch mal schauen. Population. Männchen sind hier territorial. Und am besten ist es ausgeglichen. Was habe ich? Ich habe viel zu viel. Okay, also ich habe 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Weibchen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 Männchen. Und ganz ehrlich, ich kann sehr viele hier einfach weggehen. Ich behalte alle, die über also alle, die Silber sind. Der ist ja krank. Jungtier. Silber, Gold, Silber. Ich glaube, das habe ich schon mal gemacht. Ne? Die anderen sind alle okay. Okay. So, Forschung abgeschlossen, das ist gut. Der ist das ist gut. Der ist beschädigt. Uiuiui. Techniker rufen sofort. Forschung abgeschlossen. Barrieren, das ist gut. Wenig Geld, aber jetzt geht's hoch, obwohl es noch heißt, dass es noch schlecht ist. Krankes Tier. Tierarzt wurde angefordert. Genau. Krankes Tier. Immer noch. Ja, das ist jetzt in Ordnung. Verletzt. Ja, das ist der Alpha, du Idiot. Verletzt. Ja, erstmal kacken, ne? Ich habe den Kampf gewonnen. Jetzt wird gekackt. Gut. Ich weiß das nicht, ich hab's schon gesehen. So. Wenig Geld, ist beschädigt, das weiß ich. Sehr günstig schon wieder. Aber, warte, war da ein Springbock? Springbock habe ich doch schon nachgeschaut, oder? Also ich hier in die erstmal handeln. Für 5. Machen wir für 15. Oder nee, Fruchtbarkeit. Warte. Den lasse ich einfach frei. Ohne Fruchtbarkeit wird ihn niemand kaufen. Wir haben schon 382. Erhaltungspunkte, das heißt, wir könnten uns das leisten, ein Schneeleopard zu kaufen. Der ist auch nicht so gut. Den lassen wir auch frei. Den wird auch niemand kaufen. Ja. Größe gehen ist halt blöd, aber für
10 für 10. Wird das sein? Wird den, glaube ich, schon einer kaufen, weil Fruchtbarkeit ist ziemlich gut. Fruchtbarkeit ist mies. Freilassen. Die beiden sind immer noch drin. Ne? Freilassen. 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 Bitte lass ihn frei. Danke. Sehr schön. So, gut. Wieder die Springböcke. Dann schaue ich mal, was wir hier haben. Springböckchen. Ja, haben wir. Oh, eine Schwangere. 1, 2, 3, 4. 4 Männchen. Okay, alles klar. Das da ist ein Alpha-Männchen. Der ist Gold. Das da ist ein Weibchen. Das da ist ein Männchen. Handelszentrum. Männchen, aber auch Gold. Wahrscheinlich hatte ich den gerade. Weibchen. Weibchen. Oh. Männchen. Ah, der ist aber nichts. Hä? Aber trotzdem Attraktivität 12. Silber. Echt jetzt? Ja, aber du kommst auch ins Handelszentrum. Aber lass den Ball da, ne? Oh. Tut mir schon ein bisschen leid. So. Handelszentrum. Handeln 18. Die Moon. Ich mach mal kurz Pause. Springbok. Die waren doch auch immer relativ teuer, kann das sein? Wird bald erwachsen, das ist schön für sie. Es ist echt verrückt, wie langsam das heute ist. So, oh, hallo. Ja, die sind alle richtig günstig. Okay, alles klar. Springbok ist richtig günstig. Do it. Do it. Danke. Dann machen wir mal 20 draus. Ich meine, das sind so lala. Also das Immunsystem ist halt blöd. Aber mal schauen, ob wir den verkaufen. Badadadam. Und ich sehe gerade, ja, den freilassen. Ich sehe gerade, wir nehmen schon seit 50 Minuten auf. Also, wow. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir haben unser Bankrott gerade so abgewendet. Und jetzt haben wir 400. Und ich würde sagen, ich schaue, ob, also zwischen den Runden schaue ich mal, ob ich Schneeleoparden bekomme. Wenn ja, dann geil. Wenn nee, dann nicht geil. Aber dann mache ich einfach nächste Runde weiter. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Bye, bye. Sie so wakatena.